Heute darfst du dich auf eine unglaubliche Folge freuen. Und zwar habe ich Marco und Erkan von den Growth Marketern ins Interview bekommen. Ich musste lange für diesen Termin kämpfen und ich freue mich, dass es endlich Realität geworden ist. Denn ich habe sie auf einer Mastermind auf Mallorca kennengelernt und habe in jeder Session mit ihnen fleißig mitgeschrieben und war beeindruckt von ihrem Wissen über Marketing, Funnels und vor allem auch Werbeanzeigen. Sie haben in den letzten Jahren mit Growth Marketer die größten Personenmarken im deutschsprachigen Raum begleitet. Im Online-Marketing, haben mit ihren Kunden zusammen über 10 Millionen in Werbeanzeigen investiert. Diese Männer wissen also ganz genau, worauf es im Online-Marketing ankommt. Und wenn du wirklich geballtes Wissen haben willst mit den neuesten Hacks, dann hör dir die Folge unbedingt bis zum Ende an. Und insofern für alle, die euch noch nicht kennen, vielleicht mal einen kurzen Einstieg machen, wer ihr seid und was ihr macht, damit wir dann in die coolen Themen reinspringen können. Sehr schön, sehr schön. Wir haben auch immer gemerkt, auf Mallorca, es hat auch persönlich sehr gevibed. Ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Es ist eine sehr schöne Zeit. War schon eine Bromance, ne? Man könnte von einer Bromance sprechen. Schon, ja, ja. Ja. Ja, was machen wir? Wir sitzen hier in Köln, 500 Quadratmeter Büro, unterstützen Personenmarken dabei, online einfach zu wachsen. Haben uns extrem auf Coaches, Berater, Trainer. Grundsätzlich Personenmarken, es sei Hauptsache, du hast ein Gesicht und kannst das Gesicht vor die Kamera stellen und hast Bock, dein Unternehmen weiter nach vorne zu bringen, wie zum Beispiel ein Robert, der ja auch eine Personenmarke ist. Und unterstützen da komplett im Marketing. Komplett spezialisiert auf Facebook-Ads, YouTube-Ads, aber auch vor allem Marketing-Funnel, Workshop-Funnel, Webinar-Funnel. Reden wir ja gleich drüber. Du hast ja auch an deinem Webinar ein bisschen geschraubt. Du kommst gerade regelmäßig auf Facebook zu sehen. Und das ist das, was wir täglich machen und immer wieder Spaß dran haben. Ja. Man muss auch sagen, das ist ja ein unglaublich dankbares Angebot in dem Sinne, dass jeder eigentlich ja danach sucht, ne? Also wenn ich immer sehe, wie wenig Leute eigentlich von diesen ganzen Themen, die ihr beherrscht, Ahnung haben, ne? Aber immer glauben, dass sie davon Ahnung haben, ne? Ist es ja irgendwie verrückt zu sehen und das ist ja cool, dass ihr die ganze Klaviatur sozusagen spielt. Habt ihr mal eine Kundin oder einen Kunden sozusagen vor Augen, vielleicht exemplarisch, den ihr mal so durchspielen könnt, wie dann auch so eine Zusammenarbeit mit euch irgendwie aussieht, dass man sich das so ein bisschen greifbar machen kann? Weil was ich cool fand, auch gerade bei euch, dass ihr immer diesen strategischen Blickwinkel komplett drauf habt, ne? Also dass ihr euch wirklich alles anguckt und vielleicht auch mal so ein bisschen zu verstehen, wann kommen die Leute zu euch? Haben die häufig schon das alles selber mal probiert online und dann irgendwann gemerkt, Mist, das ist doch nicht so, dass ich schnell und hibbelig über Nacht reich werde, sondern doch ein bisschen komplizierter als gedacht? Oder sind das Leute, die wirklich bei Null stehen? Wann kommen die Leute zu euch und wie sieht das dann aus in der Zusammenarbeit? Was ich schön finde, dass wir erstmal unser Angebot pitchen dürfen. Das ist schön, Robert. Klar, aber, klar. Hey, seid ihr die Ersten, die eingeladen seid dazu, ne? Ja. Nein, Quatsch. Wir teilen gleich die Folien. Ja. Nein, Quatsch. Was mich eher begeistert, wir haben natürlich B2B und B2C-Kunden. Also wir, unsere Kunden sind B2B. Aber die Kunden, die wir haben, haben B2B oder B2C-Kunden im Marketing, im strategischen Bereich. Genau, und wir haben, ich finde, es gibt so Traumkunden, wo ich sage, es ist nicht so, ich helfe Business-Coaches, wie die Business-Coaches anderen Coaches helfen. Da bin ich irgendwie langsam satt von. Aber da bist du langsam raus. Ja, das ist so langsam raus, aber wovon ich so ein bisschen, also sehr begeistert bin und wo ich merke, das ist das, wofür ich eigentlich angefangen habe, ist, wir haben zum Beispiel einen Anti-Mobbing-Trainer und der macht Familienseminare und hilft Kindern aus dem Mobbing. Und dann siehst du so Trailer, After-Movies von denen, wo die Mamas dann weinen, gemeinsam was erleben. Und da gab es auch eine Szene bei Yannick, also Yannick heißt der, wo die Kinder ihm den Zettel geben mussten, welcher Mobber dem sie verzeihen. Also die wurden gemobbt und welchem Mobber verzeihst du? Und dann geben sie das dem Yannick. Und verzeihen dann in dem Sinne dem Mobber. Und die Eltern sind dann da drumherum, nur heulen und so weiter. Aber da kriege ich so Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Krass. Das war ein Beispiel. Und das macht man durch Online-Marketing, macht er Webinare, Familienseminare und pitcht dann auf Termin und verkauft den dann Anti-Mobbing-Trainer. Und dahinter gibt es dann Memberships, die dann dahinter laufen. Aber aus Marketing-Sicht genial. Aber wenn du das als Erlebnis siehst, das ist heftig. Da sagen Kinder, ich bin ein Superheld von denen, die eigentlich gemobbt worden sind. Das war ein Erlebnis. Anderes Erlebnis hatten wir jetzt vor kurzem. Die heißt Maria, macht Hautgesundheit im Endeffekt. Also wie sie Hautgesundheit erleben können und also sozusagen, die haben Hautkrankheiten. Und da hat sie jetzt einen Workshop gemacht, 2 Tage lang und hat dann, wie viele Termine? 120 Termine generiert, 90% Abschlussquote, 4,5K Offer. Krass. Und hat jetzt innerhalb jetzt 90K drin und noch 90 Termine offen.
Ja. So, aber die hilft Leuten, reine Haut zu bekommen. Das ist so, wo ich sage, boah, wie geil. Natürlich gibt es aber auch so B2B-Offer, wie zum Beispiel haben wir Lena, die kommt gleich nochmal bei uns ins Büro. Die war virtuelle Assistentin, hat 90.000 verdient im Jahr als virtuelle Assistentin und hatte dann irgendwann Bock, aber daraus ein Coaching zu machen, weil sie jetzt damit ja ihre 7.000, 8.000, 9.000 Euro verdient hat. Okay, wie kann ich das denn zum Coaching entwickeln? Ja, und dann haben wir so virtuelle Assistentin Coaching gemacht, wie Leute zum virtuellen Assistenten wird, weil sie jetzt in die nächste Stufe kommt und bringt das anderen Leuten bei. Hatte dann auch einen Lounge, wo sie dann 30.000 oder 40.000 Euro hat. Also 40.000 gemacht, ja, im Monat, ne? Im Monat, genau. Und das ist halt schon sowas schön zu erleben. Das sind Leute, die halt schon eine Expertise haben, Macherinnen sind oder Macher sind. Und dann, da haben wir am meisten Spaß, strategisch zu arbeiten, weil die setzen um. Wir ziehen nicht so Anfänger an. Natürlich gibt es eine Membership, wo Anfänger da sind. Aber womit wir am meisten arbeiten, ist halt Leute, die Macher sind, die dann schon, keine Ahnung, mindestens ihre 8.000 bis 10.000 Euro verdienen. Und dann können wir mit denen weitermachen. Natürlich haben wir auch Leute, die haben 100.000 Euro, 200.000, 300.000, 500.000 Euro. Mit denen macht es noch mehr Spaß, weil du hast noch mehr Impact, noch mehr Hebel. Aber das sind so kleine Beispiele, wo ich sage, da geht das Herz auf mit Hautkrankheiten, mit Anti-Mobbing, aber auch so Business-Bereiche, je nachdem, wo man sich... verschiedenste Leute tatsächlich, ob es Rhetorik ist, mit Latyachenko, der größte Rhetoriktrainer, ob es aber auch andere, ne, die Christiani-Jungs, Männer haben wir jetzt auch beraten die letzten 6 Monate, also auch größere Marken, das ist sogar die gesamte Bandbreite, ist tatsächlich dabei. Und uns ist halt immer wieder wichtig, dadurch, dass wir ja selber Agentur sind und auch Agentur waren, dass wir vor allem immer alles selber in der Praxis ausprobiert haben, dass wir nicht einfach nur ein Russell Brunson-Buch gelesen haben. Was? Das reicht nicht, oder was? Ah, das reicht teilweise nicht aus. Das ist für die Theorie ist das sehr, sehr gut, tatsächlich. Yeah. Aber dieses Wissen auch wirklich in der Praxis nachweislich zu erleben. Wir kennen alle KPIs auswendig. Also Robert kann hier hinkommen, sein Webinar-Funnel blanko machen und wir können dir sofort sagen, wo jetzt die nächste Stellschraube gedreht werden muss, weil wir es halt aus der Praxis kennen. Trotzdem bilden wir uns natürlich von den Besten weiter. Wir waren ja selber bei Russell in der Mastermind oder sind in der Mastermind und kaufen uns auch bei den besten Amerikanern und bei den besten deutschen Marketern auch ein und ziehen uns auch das Wissen, aber dann vor allem auch in der Praxis umsetzen und mit unseren Mentoring-Teilnehmern oder Agenturteilnehmern umsetzen und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein gigantischer Vorteil, den ihr wirklich habt, weil es gibt häufig die Leute, die nur Agentur machen, ne, und dann irgendwie nur eine Chance haben, auch den Agenturen Kunden zu helfen. Dann gibt es meistens die Leute, die nur ein Coaching-Programm machen oder nur Beratung machen, aber häufig genau das Problem haben, was du gesagt hast, Marco, dass sie halt einfach meistens gar keine Ahnung haben, ne, sondern das vielleicht für ihre Firma hinbekommen haben, aber nicht für andere Cases hinbekommen haben. Und dieses Tandem, glaube ich, eine kleine Anzahl von Agenturkunden zu haben und da immer die Best Practices zu haben und das sozusagen den Coaching-Kunden zu geben, das ist ja die perfekte Kombination, die man irgendwie machen kann. Ne? Wie geht ihr denn sowas ran? Es ist ja sozusagen immer ein Zusammenspiel wahrscheinlich aus irgendwie ein Coaching-Angebot zu bauen, also irgendwie ein skalierbares Offer zu bauen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich nicht alle das haben. Gehen wir mal davon aus, dass das jemand hat. Wie geht ihr dann denn ran, irgendwie den Funnel zu finden, der am besten funktioniert? Hat sich einfach über die Jahre gezeigt, was weiß ich, dass so ein 2-tägiger Workshop oder so bei den meisten eurer Kunden am besten funktioniert und konvertiert? Oder ist es ein Webinar-Funnel? Oder sagt ihr, hey, es gibt die 3 Funnels, die in der Vergangenheit immer gut funktioniert haben? Habt ihr da irgendwie mal einen Einblick, welche Funnels gerade heiß sind, was ich mir angucken muss? Klar. Also wir, Marco und ich, haben uns an den Tisch gesetzt und haben mal überlegt, okay, was sind denn so, also wir haben gesagt, was sind denn diese Funnels, die eigentlich, kennst du ja auch, Pareto-Prinzip, die 80% der Umsätze ausmachen. Und dann haben wir überlegt. Und dann gab es eigentlich 4 Funnels, die 98% der Umsätze ausmachen. Dann haben wir gedacht, okay, komm. Lass uns das mal mehr ausbauen. Und dann sind wir auf 4 verschiedene Funnels gekommen, die aneinander aufbauen. Weil du kannst sagen, okay, High-Ticket-Page, schickst auf die Ads und das ist aber nicht der einzige Funnel. Das heißt, es sind ja verschiedene Funnel-Einstiege. Es ist Workshop, es ist Lead-Magnet. Ich sag's jetzt mal, es ist einmal Workshop oder Webinar. Kann man ja, also ein Verkaufsvideo. Dann ist es Lead-Magnet. Dann ist es mal ein niedrigpreisiges Produkt. Das könnte auch ein Buch sein. Es könnte aber auch ein Online-Kurs sein. Irgendwas, wo die Leute direkt was kaufen können. Es könnte so ein Erfolgspaket sein. Und dann haben wir die High-Ticket-Page, habe ich noch nicht gesagt. Die High-Ticket-Page, aber nur in Kombination mit allen, also mit allen Zahnrädern, mit der richtigen Reihenfolge, ist erst relevant. Und da ist auch mal wichtig, was hast du denn bereits? Weil wir sind nicht Fan davon, okay, jetzt müssen wir alles umstellen, alles abändern und dann alles auf Null setzen, weil es sind ja schon bestehende Daten an. Dann haben wir, jetzt sind wir ein bisschen blau orientiert, ein Figma-Board.
oder Miro-Board, je nachdem, welches Tool man nutzt, und schaut sich an, wo steht die Person denn gerade. Man schaut sich die Reihenfolge an, individualisiert das gerade, schaut, was hat in der Vergangenheit bei der Person funktioniert, bei der Nische, und macht so ein individuelles Board für den und kann dann für diese Person schauen, welche Reihenfolge das ist. Und das will ich natürlich hören, ja. Das ist natürlich der spannendste Punkt, weil die Funnels, das ist cool, dass ihr diese Auswertung mal gemacht habt, ne? Weil ich habe das Gefühl, die Leute sind immer so, oh, da gibt's einen neuen Funnel, vielleicht mache ich den jetzt mal, ohne sich wirklich mal zu fragen, so, was hat denn in der Vergangenheit wirklich Geld gebracht und was nicht, ne? Ja. Wenn jemand sozusagen ganz neu ist, ne, was würdet ihr, also was habt ihr das Gefühl, welcher Funnel hat aktuell die größte Durchschlagskraft? Ist es das, dass man wirklich mehrere Tage mit den Kunden verbringt und irgendwie 2-3 Tage irgendwie einen Workshop macht und sagt, hey, damit versucht man sozusagen zu starten, ne, und da sozusagen den ersten, weil ich kann mir vorstellen, am meisten Vertrauen aufzubauen, am meisten Termine zu bekommen, und dann baut man die anderen Funnels drunter oder davor, um mehr Leads in diese Welt zu bekommen, oder hat sich da irgendwie eine andere Reihenfolge etabliert? Mal ausgehend, man hat wirklich gar keinen Funnel, ne? Aber das, du fragst jetzt gerade, wie das Coca-Cola-Geheimnis ist. Ja, ein bisschen was müsst ihr mir von dem Geheimnis geben, dass Zucker drin ist, zumindest will ich hören. Ja. Ja, aber nachhaltiger Zucker tatsächlich. Nehmen wir mal 2 Cases. Sagen wir, okay, die erste Frage, die ich immer wieder stelle, ist, was hast du für Reichweite? Wenn jemand online gar keine Reichweite hat, auf Social Media, YouTube oder Instagram, dann sage ich, solltest du die langsam aufbauen. Nachhaltig, nicht quick and dirty mit irgendeiner Aspirin-Tablette, sondern es ist ein Marathon, weißt du ja selber. Zweite Frage, die ich immer stelle, wenn die sagen, ja, ich habe da so ein bisschen so 150 Story-Views, dann denke ich mir, ja, hat meine Schwester auch. Ist jetzt nicht besonders, besonders groß. Schwierig. Frage ich, wie viele Kontakte hast du denn in deinem CRM-System, E-Mail-Marketing? Und dann sagen die meistens so, viele 150, 500, 800, auch einige über 1000. Das ist die Range, ne? Das ist die Range wahrscheinlich von den meisten. Ne? Das ist so immer die Range, immer so 500, 300, immerhin haben sie. Also unsere Kunden haben in der Regel immerhin mindestens eine E-Mail-Adresse. Das ist schon mal super. Okay. Also ich muss den E-Mail-Marketing verkaufen. Und das nicht ihre eigene, ne? Ja. Das sind ihre eigenen. So, jetzt nehme ich aber mal 2 Beispiele. Zum Beispiel Lena, die nachher kommt, die hatte am Anfang noch gar nichts. Ich glaube, die hatte 100 E-Mail-Kontakte, sie hatte noch kein Coaching-Produkt. Und dann habe ich ihr am Anfang gesagt, okay, das Erste, was wir machen, bevor wir jetzt ein Webinar oder Workshop launchen, weil das wirklich das Nonplusultra ist, um daraus High-Ticket zu verkaufen, müssen wir erstmal Leads generieren. Weil nur jetzt Ads, kalten Interessenten, die dich vorher noch nicht kannten, ein Webinar zu machen, ja, wird Break-Even sein oder so, das wird nicht krass explodieren. Lass uns also erstmal 4 Monate einfach erstmal ein Lead-Magnet schalten, mit der einzigen Intention, wir sammeln Interessenten ein und wärmen diese Kontakte über E-Mail-Marketing auf. Wenn wir dann die Schwelle von 750 bis 1000 E-Mail-Kontakten erreicht haben, dann launchen wir in diese Liste ein Webinar oder Workshop, können wir gleich nochmal gerne drauf eingehen, rein und ergänzen das Ganze mit Ads. Das heißt, wir gehen da vielleicht mal mit 5000 Euro Adspend rein und nutzen diese E-Mail-Kontakte, die wir haben. Dann haben wir eine Mischung aus warmen Kontakten und kalten Kontakten und dann werden wir auch direkt feststellen, dass dieser Workshop auch ein guter Hebel sein kann und sehr profitabel sein wird. Aber direkt in eine kalte Audience, nur mit Ads, ohne Reichweite, würde ich direkt schon nicht empfehlen. Da würde ich eine Aber das ist eine coole Vorgehensweise, die ich auch so noch nie gehört habe. Das gefällt mir auch sozusagen, die E-Mail-Liste sozusagen bis zu einer gewissen Größe sozusagen aufzubauen. Aber gerade dieses erstmal warme Leute aufzubauen, weil, also ich bin gerade nach x Jahren, glaube ich, Online-Marketing dran, versuchen sozusagen kalt komplett Break-Even hinzubekommen. Und das einem Anfänger so in die Hand zu drücken und sagen, ja, wir hüpfen jetzt mal hier 5000 Euro in Facebook-Ads rein, dann machst du einfach ein Webinar und ja, sollte schon Break-Even am Ende raus sein. Also, ja, völlig illusorisch, ne? Ja. Ja. Also sind wir transparent, wird nicht funktionieren. Nein. Ey, genau. Coole Vorgehensweise. Ja. Und dann kommt die Weiche sozusagen, ob man Workshop macht oder Webinar. Wir machen es tatsächlich auch ein bisschen abhängig davon, bist du krass B2B oder bist du B2C und zu welchem Preis verkaufst du. Ist dann natürlich auch abhängig. Und dann wägen wir ab, sagen wir mal so bis 5000 Euro würden wir dir empfehlen, kommt natürlich darauf an, es gibt 3 Parameter, die wir immer abfragen, die ich immer abfrage. Ist erstens, was löst du für ein Problem und wie dringlich ist dieses Problem, dass die Leute sofort investieren? Weil es ist ein Unterschied, ob du ein Präventivprodukt verkaufst über ein Webinar oder wirklich ich habe richtig Bock, da jetzt rein zu investieren, wie zum Beispiel Haut, ist ein bestes Beispiel, die Leute wollen das sofort gefixt bekommen. Ja. Zweitens, wie teuer ist dein Preis, wie hoch ist deine Investition? Bis 5000 Euro circa würde ich dir zutrauen. Und drittens, wie krass bist du vor der Kamera? Weil wenn du scheiße vor der Kamera bist, du hast ein Produkt, was nicht dringlich gelöst werden muss, dann haben wir, glaube ich, andere Probleme, da müssen wir uns andere Gedanken machen.
Ja, da müssen wir uns vielleicht über einen anderen Funnel Gedanken machen. Aber wenn da jetzt jemand ist, wie zum Beispiel eine Lena, die hat ein 4.000-Euro-Produkt, sie bildet Leute in der Selbstständigkeit aus und sie ist gut vor der Kamera, dann weiß ich, okay, wir machen 2 Tage und du verkaufst dein Produkt, du kommunizierst den Preis und gehst direkt auf Bewerbungsgespräche. Hat super funktioniert. Bei Maria genauso. Sie löst ein extrem dringendes Problem, sie ist gut vor der Kamera und sie hat einen vernünftigen Preis, den sie kommunizieren kann. Die Leute sind bereit, den zu zahlen. Bam, 20% Eintragungsquote mit dem benannten Preis. Die Leute kennen den Preis und bewerben sich auf den Termin. Sind wir aber jetzt im B2B-Bereich und wir brauchen 1-zu-1-Gespräche, Agenturdienstleistungen oder so, sind die Leute ja in der Regel auch vertriebsstark. Das heißt, wenn ich jetzt ein gutes Vertriebsteam habe, gehe ich vielleicht eher so weit und sage, ich bereite die Leute so gut vor, dass sie wissen, was mein Angebot ist, was mein Weg ist, was meine Journey ist und gehe nur auf Beratungsgespräche. Vielleicht auch ohne das Produkt zu kommunizieren, ohne den Preis zu kommunizieren. Und hau die Leute dann einfach nur in Beratungsgespräche rein. Die sind trotzdem wärmer für den Vertrieb, einfacher, als wenn sie Kaltakquise machen würden. Ja. Das habt ihr das sozusagen? Ja, das ist wirklich spannend zu hören, weil ich habe das Gefühl, das ist auch noch so eine Schablone, die mir irgendwie fehlt, die ich mir auch für nächstes Jahr vorgenommen habe, sowas 2- oder 3-tägiges mal irgendwie abzufackeln. Schick rüber. Pitch Deck wäre noch wichtig. Ja. Commitment, setz dir ein Commitment. Let's go. Jetzt sag ja. Aber das ist sozusagen spannend zu hören, auch diese Abwägung, wie warm die Leute sind und wie stark sie vor der Kamera sind und davon das auch abhängig machen und vom Preis auch abhängig machen. Na, und gerade B2B und B2C diese Unterscheidung sozusagen zu machen, ob man den Termin geht oder ob man direkt das Angebot sozusagen erklärt. Na, nimm mal sozusagen, was ist denn mit größeren Leuten? Also jemand kommt rein, der macht vielleicht schon 100.000 pro Monat oder so und hat so ein bisschen sozusagen auch die Online-Welt und so verstanden, hat vielleicht in der Vergangenheit irgendwie Webinare und sowas gemacht. Was sind da häufig der Hebel? Ist es dann wirklich zu sagen, hey, wir versuchen auch mal so einen Workshop über mehrere Tage zu machen und versuchen da irgendwas durch die Tür zu bekommen? Oder was war da in der Vergangenheit sozusagen euer Schlüssel, der schnell zum Erfolg geführt hat? Was ich merke bei den Leuten, die weiter sind, 100.000, 300.000, 500.000 Euro machen, die machen halt immer das Gleiche, was grundsätzlich ja geil ist. Ja. Aber was ist jetzt das Ads-Thema? Irgendwann mal ist der Reiz verloren. Das heißt, der Preis ist am Anfang bei 10 Euro, 15 Euro, dann bei 20 Euro, dann bei 25 Euro, dann bei 30 Euro, dann 40 Euro, 50 Euro. Also die großen Marken kommen ja zu uns. Und die sagen dann, fuck, der Leadpreis wird zu teuer. Okay, ich mache nur noch organisch, ist trotzdem profitabel. Aber es fuckt natürlich ab, dass die keine neuen Leute da reindrücken können. Weil der Leadpreis exponentiell halt wächst und kein neuer Reiz geschaffen wird. Oder die machen neuer Reiz, aber der funktioniert dann nicht so geil. Und meistens scheitert es dann daran, dass die halt nicht die richtigen Mitarbeiter haben dann vielleicht B-Mitarbeiter oder B-Plus-Mitarbeiter, aber die A-Player die A-Player fehlen dann da oder das Wissen fehlt dann und kaufen sich relativ spät ein. Also das merken wir auch. Also ganz große Marken, die 500.000 machen, die fragen so ein bisschen nach schon, also wir merken das schon, dass die da nachfragen, wir kennen ja auch die KPIs, sondern merken wir so, also wir haben schon ein paar Ideen, was man machen würde, aber es ist meistens so, dass es ein bisschen langweilig für die neuen Leute geworden ist und deswegen ist der Leadpreis höher. Das heißt, man müsste da ein bisschen neuen Anreiz schaffen, dass da der Leadpreis zum Beispiel wieder auf 25 Euro runtergeht oder auf 20 Euro runtergeht. Das ist eher, um da mehr Leute reinzubekommen, weil meistens können die gut verkaufen, die haben eigentlich schon sehr oft Webinare gemacht und da müssen wir einfach viel mehr Leute reinholen, neue Reize schaffen oder mit dem 2-Tages-Workshop und oder eigentlich, dass wir das so ein bisschen nachziehen, uns das Webinar anschauen und den Leuten viel mehr Vertrauen geben und dann eine geile Journey haben im Webinar, dass sie am Ende dann kaufen. Aber eigentlich haben die großen Leute kein Kaufproblem, sondern dass sie einfach viel mehr Leute haben. Ich weiß noch, dass... Also es ist eher so ein Ad- und Funnel-Fatigue-Problem, dass sie zu lange sozusagen die gleichen Ads und die gleichen Funnels haben laufen lassen und nichts Neues in den Markt geschmissen haben. Funnels ist ja grundsätzlich nicht schlimm, aber die gleichen Ads und die gleiche Hook und irgendwann mal ist es halt ausgelutscht und da muss halt mal ein bisschen mehr Kreativität rein. Und was wir auch müssen wir gleich reinspringen, ja. In die Kreativität, bin ich mal gespannt. Nein! Ja. Und was wir auch mal häufig sehen, also wenn Größere auf uns zukommen, dann zeigen die uns ihre KPIs und die sind grundsätzlich in Ordnung und manchmal fehlt es auch einfach nur an Mut, seine Eier in die Hand zu nehmen und einfach mal mehr zu investieren.
Und einfach mal. Das habe ich auch immer wieder gehört. Ich weiß das noch. Ja, dass ich mal 500 Euro pro Tag hatte und alles in sich mir gewehrt hat, auf 1000 pro Tag zu gehen. Ne? Und ich wirklich dann von jemandem extern meinte so, Alter, Robert, mach es doch einfach, ne, und probier es. Und alle Zahlen waren top, ne. Und dann habe ich es einfach gemacht und war so, hä, ja, warum habe ich es nicht gemacht, ne? Ja, genau, aber wir sehen es immer wieder. Also auch hier Leute, die 5-6 Mio im Jahr machen, auch in unserem Markt, wo wir einfach sagen, Alter, jetzt baller einfach mal, ihr müsst mal mehr Adspend knallen. Ihr investiert den geringsten Adspend, ihr investiert weniger als unsere kleineren Kunden. Warum macht ihr das nicht? Und häufig haben die auch den Glaubenssatz immer, dass, okay, Ads muss sofort profitabel sein und meine Facebook-Ads funktionieren nicht, weil die Leute, die über Ads reingekommen sind, haben hinten raus nicht profitabel investiert oder so. Ich gebe dir mal ein Beispiel bei einer anderen Marke. Da investieren wir pro Launch circa 100.000 Euro. Holy. Die über Ads reinkommen, ja, das ist, die investieren so break-even. Also wir sind so break-even von die Leute, die über Ads reinkommen, die wir einkaufen, und 100.000 gemacht. Jetzt könnte man sagen, ja, Facebook-Ads bei uns funktioniert nicht, wir sind ja nicht profitabel. Ja, Alter, wir haben so viele Leads generiert, die wir in den nächsten Monaten und Wochen konvertieren werden, über den Vertrieb, über zukünftige Webinare, zukünftige Events, dass unsere Marke langfristig wachsen wird. Und wenn man diese Entscheidung irgendwann getroffen hat, nachhaltig in seine Marke zu investieren und zu wissen, ich kaufe mir Break-Even die ganze Zeit neue Interessenten ein und organisch bin ich ja trotzdem profitabel, ne? Organisch kommt ja trotzdem rein und die werden ja trotzdem konvertiert und das ist ja reiner Profit, macht das Ganze halt viel, viel mehr Spaß. Ist aber Cash, das habe ich das Gefühl, ja. Cash in Break-Even. Aber der Auftragsvolumen ist dann noch höher. Und das ist dann geil zu wissen, weil es kommt ja alles nochmal in Zukunft rein. Und ich habe noch eine Sache. Ich glaube, das ist so wichtig, dass ihr das sagt. Ne? Ja, sag mal, Erkan. Ich habe noch eine Sache. Du kannst ja auch ausrechnen, wie viel darfst du für ein Lead ausrechnen? Ich glaube, okay, vielleicht ist es für uns normal, aber für andere nicht. Wie viel darfst du max CPL ausgeben für ein Lead, dass der Break-Even ist? Das haben wir, also bei uns. Wenn du deine Conversion Rate hinten weißt. Wie viel darf ich ausgeben für ein Lead, aber auch fürs Webinar? Wie viel darf ich für einen Attendee ausgeben, der dann wirklich da ist? Wie viel darf ich allgemein vorne für ein Lead ausgeben? Wie viel darf ich ein Lead ausgeben bei YouTube, bei Facebook, bei TikTok, bei allem drum und dran? Und dann kannst du das auf Basis der einzelnen Traffic-Quelle herausfinden, wo das ist. Aber das ist jetzt so datenbasiert. Das ist eher so für die Leute, die dann 100, 200, 300.000 Euro pro Monat machen. Das ist so die Blackbox, die man dann aufmacht. Boah, da entstehen viele Fragen draus. Ne? Erste Abzweigung. Ich hab richtig Bock, Alter. Lass mal weitergehen. Erste Abzweigung sozusagen. Was mich interessieren würde, ist, nimm mal die größeren Leute, die vielleicht 200, 300.000 pro Monat irgendwie machen. Ne? Machen die das mit einer Produktleiter oder machen die das häufig mit einem Funnel und einem Kernangebot? Oder ist es häufig ein Zusammenspiel zwischen zwei Offers, um in diese Region sozusagen zu kommen? Weil ich mache gerade das Tandem bei uns. Ich habe sozusagen nach guter Russell-Manier habe ich so eine Academy unten gebaut, die halt monatlich sozusagen Adspend macht. Da jage ich sozusagen meinen gesamten Adspend rein. Ne? Gleiches Spiel. Das baut sich immer weiter auf, kann all meinen Adspend da draus irgendwie finanzieren, haben jetzt schon irgendwie 10, 15 Scheine pro Monat recurring. Ne? Und das ist halt meine Idee dann, nie mehr Sorgen, um Adspend zu machen. Und jetzt wäre halt spannend sozusagen, wie kommt man auf 200, 300, 400 und vielleicht auch 500, ne? Ist es sozusagen, dass man das unten, das Offer einfach break-even laufen lässt, vielleicht ein bisschen mehr rauszieht und alle nach oben bekommt und da liegt dann das Geld? Oder habt ihr auch so Cases, wo Leute direkt in das Hardcore, also Marco, du hast das, glaube ich, gerade gut angedeutet, dass es auch Leute gibt, die wahrscheinlich dann kalt 100.000 nehmen, Break-Even rausgehen mit der warmen Audience und der kalten Audience zusammen und das wahrscheinlich regelmäßig irgendwie machen, irgendwie einmal pro Quartal oder so. Na, und dann relativ großes Umsatzvolumen drehen, oder? Gibt es da so ein Best Practice, ob man sagt, hey, ist die Produktleiter, die entscheidend ist, oder sagt ihr, hey, ein Funnel und ab ins Kernangebot? Wir arbeiten mehr mit Produktleitern tatsächlich. Also in der Regel haben alle unsere Kunden und auch wir selber vorne raus. Sehr gut, das will ich hören, Marco, mehr davon. Ja. Ein niedrigpreisiges Produkt oder ein niedrigpreisiges Abo. Wir haben zum Beispiel auch ein niedrigpreisiges Abo bei uns und wir bringen dann die Leute, die mehr intensivere Betreuung haben wollen, die bereit sind, mehr zu investieren, direkt in unser Mentoring-Programm. Ganz klar. Wir haben aber auch den Fokus nur auf 2, 3 Produkte, nicht mehr. Ja. Wir haben ein niedrigpreisiges Produkt, wir haben ein Kernprodukt und dann haben wir vielleicht noch ein Upsell-Produkt. Und da setzen wir den Fokus drauf. Wir sehen so viele, die haben 100 Produkte, und davon machen 99% kein Geld und die verdienen nur mit einem Geld, aber ihr Fokus und ihr Kopf ist komplett zerstört. Die haben gar keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist.
Aber das ist so verrückt, dass du das sagst, weil viele Leute das, glaube ich, gar nicht haben, weil in den letzten Jahren haben wir ja nur eine Schablone irgendwie gesehen. Schalte Ads auf ein Webinar, auf einen Termin und schließ die Leute ab. Ne? Also ist das Gefühl, ja, das Einzige, was ich in Deutschland bis heute auch sehe und dieses, was ihr auch sozusagen mit eurem niedrigpreisigen Angebot irgendwie habt und so, das habe ich mir ja auch irgendwann geklaut und dachte mir so, das ist ja das Smarteste, was man machen kann. Ne? Also auch mit dem Recurring Revenue, da schläft man ja ganz entspannt irgendwann, ne? Weil man weiß, jeden Monat kommt das Geld irgendwie rein. Ne? Ja, wir müssen das noch für uns behalten. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, ne, behalt es für dich. Das muss noch nicht die Runde in Deutschland machen. Intern, ich habe letztens eine Sprachnachricht bekommen. Nicht teilen. Den Podcast bitte nicht teilen. Nicht teilen. Nicht teilen. Ich habe letztens eine Sprachnachricht bekommen von einem, der auch mit mir viel im Marketing gearbeitet hat. Und der meinte, Alter, wenn ihr so weitermacht, habt ihr vielleicht eine ganz neue Art und Weise kreiert, wie man in Zukunft High-Ticket verkauft. Ja. Du hast jetzt schon angefangen, das Ganze zu implementieren. Weil es kann natürlich assi sein, weil es ist ein komplett neuer Weg, der aber voll marktgerecht ist, weil wir ja wissen, es gibt so viele Angebote mittlerweile auf dem Markt. Ich will mich erstmal mehr mit dem Experten auseinandersetzen. Ich will ihn erstmal kennenlernen. Ich will erstmal gucken, wie seine Produktqualität überhaupt ist, um dann die Entscheidung zu treffen, später kaufe ich bei ihm höherpreisig, um intensiver betreut zu werden, ja oder nein. Und das wird ein komplett neuer Weg sein, ja. Was uns in die Karten spielt, ist, dass ich merke, dass die Eintrittshürde relativ hoch ist, sowas zu launchen. Ne? Also ich habe auch gemerkt, dass ein paar Handgriffe gebraucht haben, um sozusagen zu verstehen. Es war auch ganz cool, weil Russell so cool gesagt hat, zum einen sozusagen Live-Events und Subscriptions zu verkaufen, ist das Schwierigste als Marketer, was man machen kann. Ne? Und ich war auch so, ich habe mich so langsam rangerobbt. Ich habe angefangen, unseren Kurs erst jährlich zu verkaufen, also dass die Leute einen jährlichen Preis bezahlen, ohne irgendeinen Drop in der Conversion Rate. Und ich so, fuck, warum habe ich das noch nicht vor 3 Jahren gemacht? Na, dachte mir so, ey, da hätte man schon irgendwie. Und dann irgendwann auf monatlich sozusagen gedreht. Und das hat wirklich ein paar Runden gebraucht. Und da ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich glaube, gerade viele Organisationen, die sehr saleslastig sind, die schmeißen dann immer so ineffizient irgendwie Marketing-Ads, bauen irgendwie so ein kryptisches Webinar, aber kriegen irgendwie genug Opt-ins, die sie dann konvertiert bekommen, dass die natürlich diesen neuen Weg, den wir da, glaube ich, gerade gefunden haben, nicht so schnell rekonstruieren können. Insofern atme ich da relativ tief durch die Hose. Aber ich gebe dir recht, weil ich das auch immer wieder beobachte, Leute kommen rein in unsere Academy, gucken sich das 7 Tage an und sind so, Alter, was da für geiler Scheiß, können wir nicht mal drüber reden, wie wir irgendwie intensiver zusammenarbeiten können. Yes. Ne? Und ich so, geil. Okay, da ist irgendwas. Immer, wir fragen immer, was sind so die besten Leadquellen? Was braucht ihr mehr? Und die sagen immer, wir brauchen mehr Jahresabos. Jahresabos für unsere Mitgliedschaft. Echt? Und dann, nee. Nicht teilen. Und dann meine ich ja, warum? Ja, weil wir rufen, die schließen ab. 1.000 Euro im Monat, im Jahr, 1.000 Euro im Jahr. Ja. Die rufen die an und nach 3 Tagen, zack, sind die sofort im Mentoring-Programm drin. Und dann denkst du, Alter, was ein krasser Filter. Das schreibe ich mal direkt mit. Schreibt er sich direkt auf den Sack, ne? Jetzt ruft er nicht nur die Monatsleute an, sondern auch die Jahresleute. Da muss man reinwachsen, aber das ist wirklich spannend. Ich glaube wirklich, dass es die Zukunft ein Stück weit sein wird, weil das habe ich auch aus dem einen Buch von Russell irgendwie mitgenommen. Du hast ja wirklich einen riesen Ad-Vorteil im Sinne von Cash jeden Monat, ne? Weil wenn du wirklich diesen Stamm aufbaust und ich dachte, hey, wenn da 10.000 Euro recurring sind, dann sind da auch 30.000, dann sind da auch 40.000 und ich weiß sozusagen, dass meine Ads sowieso break-even sind jeden Monat eigentlich, wenn es gut läuft, dann habe ich da ja irgendwann unendlich Ad-Spend irgendwie, da werde ich ja jeden sozusagen outspenden, der da irgendwie im Markt ist und auf den Tag freue ich mich schon so ein bisschen, weil ja, da kann dann wenig Leute irgendwie beteiligen. Russell legt ja sogar eigentlich noch einen drauf, er sagt ja eigentlich nicht, reinvestiere dein Einkommen von der Membership, sondern reinvestiere das Einkommen von deinen High-Ticket-Produkten. Das haben wir uns auch noch nicht getraut, weil das wäre dann ein hoher 6-stelliger Betrag jeden Monat. Und wir leben dann nur von den monatlichen Abos. Ne? Soweit geht ja Russell sogar. Das machen wir nicht. Das heißt, reinvestiere das gesamte Große und alles andere ist deiner Profit. Also okay, ich glaube, da muss man noch ein bisschen mehr Amerikaner irgendwie sein, ne? Ja, um das zu machen. Stimmt, der nimmt ja die große Summe. Ja, da kommen wir langsam hin, ne? Ich hab eine gute Headline für den Podcast. Unendlich viel Werbebudget mit diesem einen Trick. Oh, perfekt, haben wir auch gelöst, das Problem. Der Headline ist immer das Entscheidende. Er kann einfach zack, gezaubert. Ja, da muss ich aber noch ein bisschen nachfragen und ihr müsst natürlich entscheiden, wie viel ihr da teilen könnt. Ne? Ihr habt ja eure Academy unten auch jetzt ein paar Monate oder Jahre schon erfolgreich sozusagen promoted. Ne? Habt ihr da irgendwie so Erfahrungswerte, was die besten Promotions waren, die ihr gefahren habt? Also weiß ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das habt. Ich glaube, das mache ich ein bisschen anders als ihr. Ich habe so 14 Tage for free, ne, dass die Leute das 14 Tage testen können.
da haben wir jetzt, ich habe das erste Mal ausgerechnet, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, 40% bleiben drin bis zur ersten Zahlung. Na, ich habe das jetzt irgendwie in die Tage ausgerechnet, dachte mir, hört sich gar nicht verkehrt an, dafür, dass die Leute sozusagen for free reinkommen, 40 Leute bleiben bis zur ersten Rate, bis zur zweiten habe ich nicht ausgerechnet. Aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich ich das so als Kombination mache, so ein bisschen von Russell geklaut, dass ich als Vorbereitung für das Live-Training nehme. Also, dass die Leute sagen, hey, die besten Tools für LinkedIn sind in der Academy drin, ne? Melde dich vorher an, 14 Tage for free. Ich zeige dir auch im Training, wie du es dann direkt nutzen kannst, dass in dieser Woche gefühlt 80% der Sales irgendwie entstehen, gerade vor sowohl im Webinar, die dann kaufen, da mache ich so einen Drop auf ein Jahresabo, ne? Und sage, hey, sicher dir das Ding direkt, ja, genau, für ein Jahr. Und das ist irgendwie so das Beste. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass ihr sowas Cooles gemacht habt, wie, ich glaube, ihr habt nämlich kein For-Free-Angebot, dass ihr gesagt habt, keine Ahnung, in den nächsten 24 Stunden könnt ihr das Ding for free irgendwie testen. Da kann ich mir vorstellen, rennen euch die Leute die Bude ein, ne, weil die Leute sind, oh mein Gott, jetzt kann ich das erste Mal irgendwie so probieren. Gibt's noch andere Momente, die irgendwie gut funktioniert haben, wo ihr gesehen habt, ey, da kommen richtig Leute rein? Willst du oder so? Ja, ich fange an, dann kannst du ergänzen. Ja. Also wir haben, ich hoffe, das wird nach Black Friday ausgestrahlt. Wir kriegen am Black Friday immer, ja, die meisten, weil wir dann sagen, echt, können, ey, 30 Tage for free, ein Geschenk für dich. Und damit haben wir ja auch gelauncht und dann kamen die Leute rein, bam, 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 bam. Und wir konnten dann einfach die Hook reinsetzen. Hey, du kriegst das anstatt für das und das, kriegst 30 Tage for free und das kriegst du noch kostenlos Lifetime. Also einfach nur ein geiles Package gemacht und dann kamen halt sehr viele Leute rein. Das war, das, wo ich smart sage, hey, das, Gott, der schreibt sich alles auf. Das ist ein Gratis-Coaching, Alter. Black Friday von Robert, ohne Spaß. Ey, Black Friday habe ich die letzten Jahre immer so gemacht, aber am gleichen Tag saß ich so vom Rechner und dachte mir so, shit, heute ist ja Black Friday, irgendwas muss ich promoten. Ich habe das Gefühl, da, ja, seid ihr mir schon Lichtjahre voraus, so dass ihr da im Vorwege euch schon Gedanken macht. Also, ja, Jahresplan viel zu lernen. Machen, also. Ja, ist ja gut, Marco, ist ja gut. Ne? Ja, also, ich sag mal so, ich mache ein Pre-Sale. In unserem Mentoring gibt es ein eigenes Modul, Modul Nummer 7, Jahresplanung, wo wir immer bei unseren Kunden gemerkt haben, die wissen gar nicht, wann die was launchen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, da brauchen wir ganz plump, wie wir bei unserem Premium-Kunden machen, eine Jahresplanung. Und, ja, die schauen wir uns dann mal jedem an. Also Robert, Jahresplanung machen über Asana, bam, bam, bam. Es macht voll viel Sinn, wie ihr da das sagt. Ja. Rettet Leben, rettet Leben. Und was euch Spaß macht, sich zu fragen, wie viel Umsatz willst du nächstes Jahr machen? Und dann sagt jemand, ja, eine Zahl und wir sagen, okay, alles klar, was für Aktionen müssen wir dafür tun und was für Ziele müssen wir bei diesen Aktionen erreichen? Und dann ist das sehr datengetrieben. Ja, das gefällt mir. Aber Jahresplanung ist ein guter Punkt. Das bedeutet dann, Black Friday und diese Aktionen sind wahrscheinlich der größte Schlüssel, um ordentlich Leute in die Academy zu bekommen, oder? Auch, weil ich habe das Gefühl, auch, so, ja, so recurring, so nebenbei, ohne Anlass ist immer so, ja, so semi-geil. Ja, also Webinar ist ja einmal so ein Anlass, wo die Leute dann reinkommen und du hast ja eben den Funnel erklärt. Dann ist, ja, aber auch so Black Friday Aktionen, Geburtstag, also muss man feiern, finde ich. Da kann man so Aktionen, ja, machen, hey, zum, stimmt, Geburtstag. Ja, ja, also ist ja auch ein wichtiges, dann werden wir nicht beschenkt, sondern schenken. So großzügig, ja, beiden. Ja. Wir sind auch Giver. Wir sind Giver. Ja. Ja, Growth-Marketer und Giver, ja. Ja, genau. Und dann habe ich noch einen Bereich, das ist aber eigentlich, ich sage jetzt was wir normalerweise nicht sagen, aber es ist so, das sagen wir nur mit unseren Kunden, aber ich glaube, das wird ja nicht so oft hier geteilt, deswegen können wir es ja auch sagen. Ey, das Versprechen hat mir der Hörer oder die Hörerin gegeben, dass das nicht geteilt wird, ne? Wir sind hier unter, ja, uns, Erkan, ja. Ja, um einen neuen Reiz zu schaffen, stellen wir nochmal was davor. Zum Beispiel, wir sagen, hey, du kriegst die Webinar-Masterclass for free, Lifetime. Und dazu gibt es 30 Tage kostenlos unsere Academy. Krass. Du kannst vorne, okay, das sind immer natürlich was geile anderes Angebote, machen, ne? Ja. Boom, immer vorne was anderes. Das heißt, du hast vorne wieder diesen neuen Reiz. Das. Und dann machst du wieder zu. Dann können Leute übers Webinar reinkommen. Aber du gehst immer mit neuen Reizen raus, was es so noch nie gab. Das ist ein geiler Hack. Das ist smart. Ja, gibt's denn, ich frage jetzt mal, vielleicht kann ich ein bisschen, Scheiße, was zurückgeben, Mann, oder ihr habt das sozusagen schon eh auf dem Zettel. Habt ihr was dahinter, was die Leute kaufen können, hinter der Academy, außer dem Mentoring sozusagen, oder ist da eine Lücke, eine große? Agentur. Ah, Agentur. Weil was ich überlegt habe, ne, vielleicht ist das eine Sache, die ich sozusagen mitgeben kann, und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch auch direkt funktioniert. Ihr erinnert euch, es gibt ja immer dieses 300 Euro pro Monat Offer.
in Russells Welt, ne? Ich überlege, ja, Anfang nächsten Jahres eine Academy Plus einfach zu launchen, ne? Oder Academy VIP. Hab jetzt die Leute einfach gefragt in der Umfrage, welchen Kurs sie gerne sozusagen hätten zusätzlich. Hab 4 coole Themen einfach mir geschnappt. 2 Winner sind sozusagen dabei rausgekommen und werde jetzt wahrscheinlich Anfang Januar diese Academy Plus launchen und sagen, was weiß ich, die ersten 50 kommen zum Preis von 200 € pro Monat rein und danach ist es irgendwie 300 €. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein krasser Hebel sein wird, nochmal den Profit krass nach oben, ja, zu bekommen, weil ich so viele Leute, und das wird wahrscheinlich bei euch ähnlich sein, die sind unten in der Academy super happy, erzielen Ergebnisse, sagen, was ein geiles Produkt, sind aber halt für das Mentoring häufig noch nicht weit genug und sagen, ey, ich würde so gerne was bei euch kaufen, aber was weiß ich, 12 oder 18k habe ich halt irgendwie noch nicht parat, ne? Was gibt es? Und ich habe das Gefühl, das würde die Komplexität nicht so krass erhöhen. Ich habe einmal den Ausflug gemacht, ein neues Produkt zu launchen mit einem ganz neuen Namen. Da waren die Leute so, hä? Was? Wie spielt das denn jetzt alles rein? Ne? Und ich so, ah, schwierig, ne? Und dann habe ich aber bei einem so einem Typen irgendwie gesehen, so ein Small, was heißt das hier, Social Media Marketing Agency, der hatte einfach so eine Academy Plus, ne? Ich dachte mir so, ah, das könnte einfach was sein. Genau, und ich dachte mir so, hey, das ist easy, ne? Packst da noch einen Live-Call mehr irgendwie rein. Also das werde ich mal nächstes Jahr testen, ob das funktioniert. Aber das könnte richtig lustig werden. Schau dir mal dazu Dan Kennedy an, also hack ihn ein bisschen. Ach stimmt, der hat auch dieses Platinum-Ding, ne? Ja. Da kann ich mir was klauen. Er das macht, weil er ist halt perfekt in dem Bereich. Russell ist halt ein bisschen unfair, weil er halt spielt halt viel mit Click-Funnels. Ja, das ist echt gemein, ey. Ja, aber Dan Kennedy ist ein perfektes Beispiel. Auch haben zum Thema Software, wir haben ja auch, also einmal haben wir ja die TÜV-Ausbildung, also man kann ein TÜV-Zertifikat machen, das kostet dann einmalig etwas, also es ist ein einmaliger Betrag, da holt man auch nochmal ein bisschen Cashflow rein, aber es ist natürlich auch geil, dass jeder ein Zertifikat macht, muss eine TÜV-Ausbildung machen, TÜV-Prüfung, aber wir haben ja auch noch eine andere Membership, das ist ja unsere GmbH, die andere GmbH, Funnelspot, wo wir auch für 97 € eine Membership haben. Das ist dann habt ihr eine Software programmiert? Ich habe das gesehen und war so. Mit dem vier besten. Zufällig. Wir haben ja eben die 4 Vorlagen erklärt. Ja. Yeah. Natürlich gibt's diese 4 Vorlagen einfach zum Kopieren. Die sind schon hochgeladen. Man muss eigentlich nur noch sein Bild austauschen und den Text austauschen. Und da ist dann sogar ein kühles Ökosystem. Also das ist so. Geil. Fucking geil, wir geben das allen unseren Kunden frei und dann können die das einfach nur so drag drop. Dahinter ist eine Automation mit den ganzen E-Mails. Einfach nur abändern mit der E-Mail, aber es sind schon alle Vorlagen mit Text. So, dann haben wir gesagt, okay, das ist natürlich richtig geil. Ja. Natürlich. Natürlich. Nur geile Sachen, Robert. Nur. Ey, das hört sich. Hätte ich mal mehr in den 6 Monaten mit den Jungs wieder gesprochen. Neue Impulse. Ja, wirklich, ey. Funnel-Spot, ey. Das schreibe ich mir hier auch gleich auf. Ja, davon ergeben sich eigentlich 2 Themen, die mich interessieren. Ne? Zum einen, wo fangen wir an? Ich würde gerne bei diesen Workshops anfangen. Ne? Könnt ihr da noch ein bisschen was zu erzählen, wie man da irgendwie rangeht? Weil ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von euch, habe ich das Gefühl. Ne? Ihr werdet auch die Ersten, bei denen ich auf der Matte stehe, wenn ich das jetzt wirklich, wenn ich mich nicht mehr davor drücke, das zu machen. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, der Engpass, dass ich mir denke, Mann, ey, so 90 Minuten Webinare, das bringt mir gerade mein Geld, das reicht mir. Und jetzt irgendwie 2 Tage mit Leuten verbringen, da drücke ich mich noch erfolgreich davor. Und insofern, Marco, kannst du mich ein bisschen heiß machen auf das Thema? Ne? Also, wie man da vielleicht rangeht, was man wissen muss, was so die Erfolgsfaktoren sind, vor allem auch, was man da inhaltlich macht, ne? Dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon hat, was das eigentlich bedeutet. Ne? Weil ich kann mir vorstellen, ich bin halt blank, ne? Und bin so, dadurch, dass ich das nicht greifen kann, drücke ich mich einfach davor, weil ich mir denke, ist bestimmt ein scheiß Aufwand, gar keine Lust drauf. Ne? Ja, genau. Also habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, wie wir immer vorgehen, um erstmal zu schauen, brauchst du wirklich 2 Tage, um Vertrauen aufzubauen? Ah. Hat deine Zielgruppe überhaupt Bock, 2 Tage lang Zeit mit dir zu investieren? Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Habt ihr Cases im B2B-Bereich, wo das Sinn macht? Ja, würde ich jetzt schon zum Beispiel überlegen, ob wir bei dir zum Beispiel nicht auf einen längeren Tag einfach gehen würden. Ja, das heißt, dass wir aber nicht 90 Minuten machen, sondern wir trotzdem das Investment der Zeit extrem erhöhen, in Form von 4 Stunden oder vielleicht auch 6 Stunden. Das heißt, wir machen trotzdem. Also, dass man irgend so einen Tag macht, ne? Ja, irgend so einen. Genau. Den LinkedIn-Day oder so. LinkedIn B2B-Master-Tag machen oder so. Geil. Wo wir 4 Stunden, 5 Stunden Vertrauen aufbauen. Da kribbelt es bei Erkan schon im Höschen. Ja, gefällt mir. Glaubenssätze auflösen und dann hinten raus natürlich unser Angebot platzieren.
Natürlich. Dann würden wir nochmal gemeinsam brainstormen. Alles klar, wie ist das Investment? Ich weiß nicht, ob du es öffentlich teilst. Wie ist das Investment? Ja. Ach so, Investment sozusagen, ja, wenn man ins Mentoring hoch will, ja, 12 oder 18k, ja. Ja, okay, guck mal, das ist schon Thema. Also wäre schon mehr Termin, ne? Mehr Termin machen, ja. Oder vielleicht dann sogar doch überlegen, auf 2 Tage zu gehen. So, weil das Investment ist jetzt doch enorm hoch. Ich gebe dir ein Beispiel bei uns. Wir haben es zum Beispiel gemacht Anfang September und wir haben in your face 20k gepitcht. Ich würde niemandem empfehlen, einfach 20k zu pitchen. Aber es hat funktioniert. Cool. Das hat crazy funktioniert, aber ich würde es dir niemandem empfehlen. Es sei denn, du bist 100% convinced, dass das Ganze funktioniert und überzeugt. Wenn du das bist, und dir traue ich jetzt ehrlich gesagt zu, 12k zu pitchen, aber dann würde ich auf 2 Tage gehen. Ja. Ich dachte, du hast jetzt das so ein 5k-6k-Produkt. 5k-6k-Produkt. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Du hast jetzt 9k mal, aber Preise erhöhen sich bei Robert ständig, deswegen muss man sich nächstes Jahr wird richtig teuer, ne? Also ja, da müssen alle nochmal. Ja, das Ding ist einfach, was glaube ich, wir auch eher einfach sehr spät realisiert haben, ist, dass wir doch hart B2B sozusagen sind. Ne? Wir haben in den letzten Monaten realisiert, dass unsere Kernzielgruppe eigentlich Gründer und Geschäftsführer sind, die LinkedIn als weiteren Lead-Kanal für sich sozusagen erschließen wollen. Und da will ich einfach einen verdammt guten 1-zu-1-Job machen, ne, mit denen auch wirklich richtig gute Beraterinnen und Berater in meinem Team haben. Und wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, 6, 7, 8K nehme, da komme ich vorne und hinten nicht irgendwie profitabel raus. Ne? Ja. Und deshalb sind wir jetzt gerade eher auf dem Weg, auch dass der Start irgendwie bei 15K liegt. Wir haben jetzt die ersten Kunden abgeschlossen, die sich auch für 24 Monate committed haben. Etwas, was ich mir noch nie hätte vorstellen können. Ne? Und dann auch in Richtung 30K investiert haben. Und ich war so, ich war irgendwie mit der völlig falschen Schablone unterwegs. Ne? Mit dieser mehr so, ich weiß gar nicht, was diese 5K Gruppenprogramm-Schablone von Sam Owens irgendwie, ne? Aber was ja nichts mit dem B2B-Markt eigentlich zu tun hat, wo man längere Laufzeiten hat, höhere Ticketpreise hat und dann auch deutlich mehr Spaß hat. Ne? Ja, genau. Deshalb 2 Varianten. 1 Tag in einem Beratungsgespräch und 2 Tage kannst du in your face 12k pitchen, ja. Und was erzähle ich da? Gib mal so ein bisschen, hast du mal irgendwie so ein Beispiel, was man da irgendwie erzählt? Weil ich wäre so, guck mal, wenn ich in ein Webinar 90 Minuten alles reinknalle, dann bin ich so, ja, dann ist auch alles erzählt gefühlt, ne? Aber ich glaube, so 2 Tage, ist das auch ein bisschen interaktiver oder machen die Leute dann da auch was oder mache ich da Frontalunterricht? Kannst Frontalunterricht machen, aber wenn du es jetzt natürlich ausweiten willst, so wie wir, weil wir sind ja auch so nicht die Content-Creator und Laberbacken und können das endlos rausziehen, dass wir sagen, wir nehmen einfach Kunden mit dazu und machen Interviews mit denen. Zum Beispiel haben wir dann unser klassisches 90-Minuten-Webinar, erweitern das Ganze aber um 90 Minuten, weil wir noch 3x 30 Minuten Interviews dabei haben. Das heißt, wir sind dann direkt bei einem Zeitinvest von 3 Stunden. Und das sind dann nicht einfach nur Interviews, sondern überraschenderweise sind das auch unsere Top-Kunden. Natürlich unterbewusst empfehlen die uns die ganze Zeit weiter. Ja. Und dann hatten wir zum Beispiel beim letzten Mal so einen Vlad Yachtschenko dabei, Top-Rhetorik-Trainer. Es sind viele Leute auch wegen ihm gekommen, aber er empfiehlt uns natürlich auch die ganze Zeit weiter. Wir hatten ein Teaching Finance da, Top-Finanz-Influencer. Viele sind wegen denen gekommen, aber sie empfehlen uns auch weiter. Und dadurch haben wir halt ein Format kreiert, was halt auf der einen Seite wir, wo wir 90 Minuten geilen Content, geilen Shit liefern, in Form von, okay, was sehen wir gerade auf dem Markt, was nicht funktioniert, wie funktioniert unsere Methode, was ist anders an unserer Methode und warum ist unsere Methode genau jetzt in dieser Situation und zu dieser Zeit die richtige Methode und verkaufen denen eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie hinten raus wissen, das ist eigentlich die Lösung von den Jungs, die brauche ich. Und Blatt hat sogar noch bestätigt, Teaching Finance hat sogar noch bestätigt und auch viele andere haben es bestätigt. Krass. Ja, da muss ich bei denen investieren. Ja, okay, das ist natürlich krass, wenn man das so aufzieht. Und mit diesen Interviews ist natürlich dankbar, weil die Leute natürlich auch nochmal hören aus ihrer Sicht, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Ne? Euch natürlich extrem viel Kredibilität geben. Das ist genau das, was du im Vorfeld gesagt hast. Ja. Das lüftet so ein bisschen diese Box. Und irgendwann habe ich mal gehört von einem Freund, ne, dass es sozusagen Sinn macht, dass die Leute auch bei so kostenfreien Konferenzen irgendwie was buchen, so ein VIP-Paket oder so, ne, und dass sich das auch entscheiden darüber, wer sozusagen am Ende Kunde wird oder nicht. Habt ihr das auch mal gehört oder vielleicht auch erlebt in der Praxis? Ja, wir haben das schon mal erlebt, dass wenn wir, ich glaube, für jeden ist ja klar, wenn Leute schon mal einmal die Kreditkarte gezückt haben, schon einmal mit einer kleinen Transaktion, deswegen gibt es ja einen Marketing-Funnel, das heißt, gib mal schon mal Geld aus, ein Mini und Tiny Offer nennt man das ja auch, ob es ein Buch ist, ob es ein Online-Kurs ist. Und wir verkaufen, oder wir haben von dem gleichen Freund wahrscheinlich gehört, dass wir, der heißt Marco Corallo, dass wir immer ein Produkt
nach einem Webinar-Eintragung verkaufen, ob es die Membership ist, ob es ein Produkt ist, damit sie schon mal eine Transaktion tätigen. Und die Leute, die eine Transaktion tätigen, sich mit einem viel mehr beschäftigen, sind auch am Ende viel mehr bereit zu kaufen. Na, und deswegen bringen wir die Leute relativ schnell in eine Transaktion. Wenn sich ja einer schon, wenn du schon die Aufmerksamkeit hast, wie zum Beispiel ein Upsell zu kreieren, auch von einem kostenlosen Offer, warum soll ich ihm denn nichts verkaufen? Aber wirklich einen geilen Mehrwert verkaufen. Wir verkaufen jetzt nicht Schrott, sondern ihm zu sagen, hey, damit du dich besser vorbereiten kannst, damit du dir schon mal das und das Thema anschauen kannst und bestmöglich darauf vorbereitet bist, bei dem Workshop, beim Webinar dabei zu sein, habe ich etwas, ein Geschenk für dich. Das Geschenk ist, muss auch wirklich ein geiles Offer sein. Wir kennen es ja auch, irresistible Offer schaffen, unglaubliches Angebot, wo die sagen, fuck, wenn ich das nicht buche, dann bin ich dumm. Oh, genau. Das und, ist gut. Da, aber also, das schlägt hinten bei den Käufern dann durch, richtig? Bitte? Das schlägt dann hinten bei den Käufern durch, dass man dann doch beobachtet, dass die Leute, die das gebucht haben, auch häufig die sind, die dann weitere Sachen buchen. Das finde ich einfach psychologisch extrem spannend, ne? Dass man all sozusagen diesen Trouble macht und dass sozusagen die Leute, die sich dann wirklich committen und auch den ersten Euro irgendwie ausgegeben haben, häufig die sind, die dann auch weiteres Geld investieren, ne? Und würde ja auch insgesamt dafür sprechen, dass dieser Funnel sozusagen mit einer Membership und dann High-Ticket zu verkaufen, der beste Weg eigentlich ist, weil die Leute unten den ersten Euro sozusagen ausgeben und dann hochklettern. Na. Also wir sagen nicht sogar der beste Weg, sondern der, das ist der Weg. Love it. Love it. Kann ich nur unterschreiben. Es ist der Weg. Ja, ich glaube auch im nächsten Jahr werden wir davon mehr sehen, weil das doch sehr viel Spaß macht. Was mich interessieren würde, ne, Facebook-Ads. Ich glaube nämlich auch, das könnte so ein bisschen die Überschrift von dieser Interviewfolge werden, weil ich habe das Gefühl, Facebook-Ads ist immer noch für viele Leute irgendwie so ein Mysterium, ne, was man da machen muss, was funktioniert und was nicht. Ich glaube, wir drei verstehen alle, dass der Funnel dahinter ein Stück weit entscheidend ist und auch das Angebot entscheidend ist, ne, wie gut die Ads funktionieren. Was mich aber interessieren würde, ist, und das auch das, woran ich gerade so ein bisschen knobel, vielleicht das Creative-System dahinter. Na, ich habe tatsächlich immer wieder das Problem gehabt, dass ich irgendwie gute Ads hatte und dann wird man irgendwie faul und hört auf, neue Ads irgendwie zu produzieren. Na, also ich glaube, vielleicht habt ihr das auch mal erlebt. Na, es wäre mal spannend zu hören, wie ihr vielleicht an so Ads auch rangeht. Wie kommt ihr auf die Ideen? Ne? Launcht ihr jede Woche neue Ads? Was macht ihr sozusagen? Habt ihr einen Mitarbeiter darauf angesetzt, der den ganzen Prozess irgendwie macht? Wie macht ihr das mit Video-Ads? Produziert ihr die einmal pro Monat oder so? Habt ihr da irgendwie ein cooles Creative-System gebaut, was ihr dann auch bei den Kunden sozusagen ausrollt? Hier mal die Frage. Ne? Bei den Ads ist es so, dass natürlich sollte man immer wieder weiter testen. Natürlich erwischen wir uns auch manchmal, wo wir dann sagen, das freut mich schon mal. Ey, man soll über Wunden erzählen. Ja, das stimmt. Aber unser Standard ist halt wirklich hardcore und wir sind immer dahinter. Wir haben eine interne Ads-Gruppe, interne Reel-Gruppe, interne Reel mit CTA-Gruppe, wo wir immer merken, das inspiriert uns, lass uns das reinschreiben und haben dann die Teammitglieder drin. Die dann das anschauen können. Das heißt, wir haben so eine Inspirationsquelle. Dann gibt es natürlich auch so Ads, die wir uns runterladen können. Das heißt, Hack, schreib dicke Hack, Foreplay heißt das. Das ist ein Tool. Ich hatte früher ein Tool, das hieß Eagle. Das war schon ganz geil, aber das war nicht für die Masse. Und Foreplay ist ein Tool, wo ich mir die Werbeanzeigen von alle mir runterladen könnte. Ich könnte den Link nehmen und sagen, ich nehme alle Werbeanzeigen. Krass. Und dann die Werbeanzeigen, da kann ich mir sozusagen die URL direkt kopieren, ist im System. Dann kann ich mir sozusagen die Copy reinziehen und, der Robert, der googelt schon vor. Ja, ich google das direkt. Ja. Der Bildschirm, das ist viel, viel heller in seinem Gesicht. Ich bin schon am Glühen, ey. Ja. Das ist crazy, das Tool. Und du könntest, wenn du in der Agency jetzt bist, diesen Link zur Verfügung stellen und sag, hey, lieber Kunde, hier sind ein paar Inspirationen, hier ist die Copy, damit du auch Bescheid weißt. So, das und das stellen wir gerade bei dir vor, dass du da auch gute Ads aufnimmst. Und dann kannst du dem einen Link schicken, wo er Inspirationen hat und dann kannst du die individualisieren. Du kannst auch verschiedene Ordner erstellen, wie zum Beispiel B2B-Funnel, B2C-Funnel, Webinar-Funnel, VSL-Funnel, Lead-Magnet-Funnel und so weiter. Genau, also geiles Tool. Was man noch nicht so kennt, ich glaube, wir haben es erkannt, dieses Tool, wo der bei YouTube 10 Abonnenten hatte. Und ich dachte mir so, what the fuck, warum kennt dieses Im Tool Ernst? Keiner? Ja, also krass. Ich glaube, der hat einen YouTube-Kanal, vielleicht hat er jetzt ein paar hundert,
aber ist auch gar nicht öffentlich. Aber krass, das Tool ist einfach mega. Also hier ist heute echt so viel Zeug drin, als dass man das teilen könnte. Ne? Also wie gesagt, safe, jeder, der sich das anguckt oder so, ey, wirklich, was ein geiles Tool, weil ich habe immer das Gefühl, auch so vom Markt zu lernen und einfach nur Inspiration, es geht ja nicht um Kopieren, sondern Inspiration zu bekommen, was auch irgendwie funktioniert, welche Werbeanzeigen vielleicht auch schon lange laufen und auf einfach nicht auf einer weißen Seite starten zu müssen, das hilft natürlich extrem. Ne? Und das auch mit der gemeinsamen Gruppe irgendwie, wo man gute Sachen reinschmeißt und so. Ist fertig. Habt ihr dann sozusagen systematisch wahrscheinlich Media Buyer sozusagen für euch oder macht ihr das selber sozusagen Woche für Woche reinzugucken und zu optimieren? Ja. Media Buyer, wir haben Videografen, wir haben Copywriter, alles drum und dran. Wir sind aber selber, also wir haben der Standard muss, wir haben halt einen harten Standard. Und wenn der da drunter ist, dann, oder wenn der nur beim bei diesem Standard ist, dann fucken wir uns übelst ab. Das heißt, wir sind ja sehr, vielleicht hast du gemerkt, sehr performance-orientiert. Und unsere Mitarbeiter treiben wir natürlich auch dran, weil wir vorangehen. Und wenn wir was merken, dass wir sagen, ey, warum wird sich gerade darauf ausgeruht, dann sind wir da auch sehr stark hinterher. Aber trotzdem, glaube ich, sind wir, ich glaube, wir haben beim letzten Launch so 200 Ads gemacht, 200 Creatives, haben richtig geballert. Und weil wir den Standard mögen, einfach den so hoch zu setzen, dass keiner, und wir haben keinen Bock, 50 Euro Leadpreis zu bezahlen, sondern sagen, ey, nicht mehr als 25 Euro, sind zwischen 15 und 25 Euro auch offen transparent gesagt und wollen einfach nicht, dass wir einen 50-Euro-Leadpreis haben, weil ich bringe Leuten nichts bei, wenn ich einen 50-Euro-Leadpreis habe oder 60-Euro-Leadpreis habe, fuck ich mich übelst an und fühle mich wie ein letzter Scam-Coacher, der dann anderen Leuten beigt, wie man Ads schaltet und selber es nicht auf die Backe kriegt, was man auf dem Markt so erlebt, weil wir es ja selber den Leuten, was man schon mal gehört hat da draußen, ne? Ja. Aber dieses mit dem Standard ist ein cooler sozusagen Gedanke, da einfach einen hohen Standard für sich selbst zu setzen und zu sagen, hey, wenn wir einen Launch machen, dann launchen wir mindestens 200 Creatives, um die rauszubekommen, die irgendwie funktionieren. Das ist halt ein cooler Gedanke, weil ich glaube, bei vielen Leuten scheitert es auch einfach an Volumen, ne? Die dann irgendwie vier coole Creatives haben und sagen, oh Mann, die sind irgendwie cool, mehr mache ich gar nicht erst, ne? Und sich dann wundern, dass das irgendwie nicht funktioniert, ne? Und wir hatten einen Launch mit, Robert, mach mal. Wir hatten mal einen Launch mit einem Kunden, der war bei uns im Mentoring, der hat ein ähnliches Thema wie wir gehabt und hat einen Workshop promoted und hat Ads geknallt und der war beim Leadpreis von, was war der, 35, 40, 50, 60, ich glaub, der war bei 100 oder? Bei 100 Euro Leadpreis oder so. Und haben wir irgendwann gesagt, Alter, du musst mehr Creatives ballern, weil am Ende brauchst du nur dieses eine Creatives, was bei deiner Zielgruppe ankommt. Und es ist immer das eine, ne? Also gefühlt habe ich es auch immer so, keine Ahnung, launch 20 Ads und eins rasiert in allen Interessen. Ne? Und dann haben wir mit ihm eine plumpe Werbeanzeige gemacht, wo wir meinten, ey, Alter, mach doch mal einfach nur, film doch einfach mal nur den Bildschirm, geh mal über die Landingpage und erzähl, was du machst. So richtig plump. Ah, die war das, die Case. Ja, ja, genau. Das waren, glaube ich, 40, 50 Euro. Ja, und dann am Ende mit dieser Ad 10 Euro Leadpreis. Und die konnte er dann durchskalieren. Und ich denke so, Alter. Und das Blöde war, es war zwei oder drei Tage vom Launch und der mit dem Adsbild hoch. Und ich denke mir so, hätte man das vorher gewusst, dann hättest du so viele Leads vorher eingesammelt und der hat dann einfach, ich glaube, das Dreifache ausgegeben zwei Tage vorher, daily, aber es bringt dann auch nicht mehr so viel. Aber, aber am Ende war es das eine Creative. Hättest du es vorher getestet, hättest du es vorher gehabt. Ey, das ist aber wirklich gut zu hören und ihr habt natürlich auch einen deutlich größeren Blick drauf an Creatives, was irgendwie so funktioniert hat über verschiedene Accounts, ne? Könnt den Kunden da, glaube ich, auch coole Sachen in die Hand drücken, ne? Um so ein bisschen die Zielgerade einzuleiten, ne? Ich habe ja hier schon so viel mitschreiben dürfen und wir behalten natürlich alles, was wir hier besprochen haben, aber wo geht's natürlich für die Growth Marketer hin, ne? Das würde mich natürlich interessieren, was eure Ziele so sind und vielleicht auch gerade so eure Struggles sind, weil das ist natürlich etwas, was ich immer gerne im Interview irgendwie mache. Von außen sieht das immer alles cool aus und die beiden jung, brutal, gut aussehenden Typen und alles läuft, ne? Aber vielleicht so, wo ihr hinmarschieren wollt und vielleicht auch die Themen, an denen ihr gerade knobelt, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, was vielleicht auch auf der unternehmerischen Reise Leuten so bevorsteht, ne? Ja, soll ich kurz? Ich glaube, das größte Learning, was wir wieder gesammelt haben, ist wieder keep it simple und halte den Fokus. Das heißt, wir haben uns auf unsere Produktstruktur gerade committed, es kommt nichts Neues dazu. Wir gucken nicht nach rechts und links und wir wissen ganz genau unseren Weg, wir wissen ganz genau, wie wir zum Beispiel auch auf achtstellig kommen können, aber dafür müssen wir jeden Tag plump immer nur dasselbe machen, Ja, witzig, ich habe gerade eine Folge dazu aufgenommen, in Atomic Habits ist das, da hat er gesagt, dass Profisportler und Amateure der Unterschied ist, dass Profisportler das langweilige Training über Jahre jeden Tag machen
ohne es zu hinterfragen. Und das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich glaube, als Unternehmer ist man immer so, okay, was kann ich heute Neues, Geiles machen, ne? Und das widerspricht, glaube ich, genau dem, was du gerade gesagt hast. Cool, dass du das bestätigst. Ja, ja. Genau, das ist gerade unser Fokus in der Strategie. Wenn wir es intern aufs Team beziehen, klar haben wir auch Führungskräfte-Themen. Es kommt jetzt ein neuer Marketingleiter dazu ins Team, den wir natürlich ausbilden, fit machen wollen, dass diese gesamte Maschinerie ein bisschen mehr ohne uns funktioniert. Wir uns dann mehr auf die Personal Brand konzentrieren können, Content Marketing ballern können, geilere Webinare, auf Speaking Events gehen können und dieses gesamte Konstrukt dadurch einfach größer machen können, Netzwerken und so weiter und so fort. Plus, wir haben ja zwei neue GmbHs gegründet. Das heißt, wir sind ja nicht nur noch Geschäftsführer von der C&E Digital GmbH mit Growthmarketer, sondern es gibt ja ein Softwareunternehmen mittlerweile mit einer eigenen mit einem eigenen Geschäftsführer drin und wir haben eine eigene Agentur ausgelagert mit einem eigenen Geschäftsführer drin und da müssen wir natürlich auch Standards reinbringen, die Leute mit unseren Werten committen, dass die Firmen auch irgendwann von alleine laufen und im besten Fall auch Profit abwerfen, damit wir am Ende als Unternehmer natürlich davon profitieren. Crazy, aber das ist eine coole Roadmap sozusagen und ich glaube, das ist auch das, wo viele Leute heute irgendwie mitschreiben können, dass man ein Konstrukt baut und eine Firma baut sozusagen, wo man die richtigen Leute am Platz hat und die sozusagen die Maschine betreiben und dass man dann sich davor setzt und mit seiner Personal Brand halt mit dem Content und Vorträgen und so das Ganze füttert, ne, und weiß, dass alles irgendwie in guten Händen ist, ne. Und spannend, das sozusagen zu hören, dass ihr euch da auch auf die Finger hauen müsst, keine neuen Produkte und so zu launchen. Definitiv. Und ist das anstrengend? Ja, natürlich ist das anstrengend. Ja. Ne? Haben wir Stress? Natürlich haben wir teilweise auch Stress, aber am Ende geht es vor allem darum, wenn wir an das große Ziel denken, es einfach trotzdem jeden Tag zu tun, weil wir wissen, der Preis, den wir dafür zahlen, ist am Ende für das Ergebnis, was wir bekommen, unbezahlbar. Ja, das ist ein schöner Punkt. Gedanke. Ja, richtig geil. Da hatte ich Gänsehaut gerade. Weil du kannst dich ja auch damit identifizieren. Perfekte Zusammenfassung, die man da gerade bekommen hat, glaube ich. Und das ist, glaube ich, das Coole auch. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, wo viele Leute strugglen. Ne? Ich glaube, jede Woche sind die Leute wieder so, oh, da gibt's was Neues, vielleicht muss ich jetzt mit TikTok-Ads anfangen. Ne? Und ich glaube, sich selbst auf die Finger zu hauen. Und ich glaube, es ist wirklich verdammt anstrengend. Ich merke das auch immer wieder und habe auch gesagt, ey, wir committen uns jetzt irgendwie auf die Anzahl von Produkten. Die machen wir jetzt immer besser. Ne? Da schärfen wir ein bisschen und verdoppeln jeden Monat die Preise. Aber ansonsten machen wir nichts daran. Ne? Spaß beiseite. Ja. Also, es war mir eine große Ehre, ihr beiden. Ich habe fleißig wirklich mitgeschrieben. Da waren unglaublich wertvolle Sachen mit dabei, ne? Und die man so auch, glaube ich, wenig irgendwie im deutschsprachigen Raum irgendwie hört. Cool, dass ihr das so offen alles geteilt habt. Ne? Wenn ich jetzt Interesse habe und Personenmarke bin, die vor der Kamera nicht ganz scheu ist, ne? Und sage, hey, Jungs, helft mir mal. Wo melde ich mich denn da am besten bei euch? growth-marketer.de ist unsere klassische Webseite, wo man alles anklicken kann. Natürlich yeah. Also eine klassische keine Landingpage, sondern eine Webseite für B2B. Aber da kann man drauf gehen, da kann man sich alles anschauen, da ist ein Lead-Magnet drin, da ist YouTube-Kanal Mentoring, da kann man sich, glaube ich, noch mehr anschauen von uns. Natürlich freuen wir uns, wenn Leute mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben sehr großes Interesse, mit großen Personenmarken zu arbeiten, als auch die Leute, die eine Personenmarke noch mehr werden wollen, Attractive Character werden wollen, das mehr nach außen hebeln wollen. Natürlich die Anfänger eher weniger, die sind dann aber in der Membership bei der Marketing Masterclass drin, die können sich da natürlich auch reinarbeiten und da haben wir auch natürlich Begleitung drin mit 2 Calls die Woche. Das haben wir erweitert von einmal im Monat. Ja, jetzt kommt Robert und denkt, scheiße, meine Membership, die Jungs haben 2 Calls die Woche. Muss ja mehr liefern, ey. Ja. Ja, genau. Also wir haben da auf jeden Fall, also unsere Produktqualität wollen wir maximal hochhalten, dass da freuen wir uns natürlich, wenn wir da Gespräche bekommen. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Wir geben sehr gerne Value und sind eher die Giver. Und wenn wir viel geben, wissen wir irgendwann, wenn wir auch viel bekommen. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auf growth-marketer.de geht und einen Termin bucht. Hi, perfekt. Werden wir natürlich unter der Folge auch verlinken. Na, ich freue mich auf zukünftige Updates von euch. Na, ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Und vielen Dank für das Interview heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wenn dir das Interview genauso gut gefallen hat wie mir, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du der Folge ein Like da lässt. Und wenn du Lust hast, direkt das nächste spannende Interview dir anzuschauen, dann klick einfach mal hierhin. Wenn du keiner dieser Interviews in der Zukunft verpassen willst, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich wahnsinnig freuen. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.